Also wenn einer weiß, wo man den Schwierigkeitsgrad ändern kann, dann wollen wir das gerne mal versuchen. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn man Spiele spielt, die man auch gewinnen kann, aber es ist im Grunde ja nur irgendjemanden aufstellen, irgendwen anhalten hier. Zack. Mach den dritten Kessel kaputt. Ach, du bist alleine. Sau, komm, dann stellen wir mal ein paar Leute auf. Zack. Wann haben wir denn endlich genug Essenzpunkte? So, Pope, was machst du? Bevor ich auf Spielen drücke. Mhm, okay. Das werden wir herausfinden. Dann schützen wir mal unsere Leute. Blenden den Gegner. Ich meine, so lange kann das ja nicht mehr dauern hier. Aber du weißt, ne, Niklas, wenn ich jetzt auf schwerer gehe, werde ich wahrscheinlich sofort umgerannt. Und dann will ich wieder auf den Arm und weine. Victory! Statistiken werden geladen, aber so läuft es relativ flüssig. Das muss man ihm mal lassen. Komm, gucken wir uns die nächste Karte mal an. Stell nichts am Deck um. Spielen. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil, wenn ich jetzt auf Spielen drücke, fängt er an. Wo hast du hier irgendwo gesehen, dass es schwerer werden kann? Ich kann mir die Karten angucken. Was hat er da unten wieder? Gewinne 25 Spiele. Und ich soll das schwerer machen? So habe ich ja eine Chance. Hab 4 Tage Zeit dafür. Okay. Lass eine Karte aufsteigen. Also klicke im Deck Bilder mit der rechten Maustaste auf eine Karte, welche Level 5 ist. Im folgenden Dialog kannst du gleiche Karten auf der gleichen Stufe opfern, um die Karte auf die nächste Stufe aufsteigen zu lassen. Wenn du in der höheren Stufe spielst, erhältst du Zugang zu mehr Karten und bekommst höherwertige Beute. Das heißt, wenn ich im Deck Bilder bin, nehme eine Karte Level 5, wie zum Beispiel die, und opfer jetzt irgendwas. Aber das war immer gleicher Stufe, ne, hat er gesagt. Aufgestiegen, jawohl. Habe ich dafür jetzt ein Achievement bekommen? Mitte vom Bildschirm, sind wir gleich, Sekunde. Ja, ne, lass eine Karte... Ach so, ich muss die auch noch abholen. Ah, da klickst du dir doch den Wolf hier. Jetzt bin ich ja gleich reich. Wähle deine neue Karte. Ich hole mal eben die Belohnung noch ab. Wähle deine neue Karte. Welche spiele ich gleich? 100, yeah. Deswegen hat er auch die ganze Zeit gesagt, ne? Ja, ja, wähle eine Karte. Ist mir auch völlig egal. So. Wähle eine Karte. Ich nehme die mal. Juhu. So, das sind die Aufgaben, die ich noch machen muss. Okay. Mitte.
Also du meinst, ich soll jetzt auf Spielen klicken und da kann ich dann den Schwierigkeitsgrad wählen. Bist du dir ganz sicher? Ich warte mal deine Antwort ab. Kann sich nur um Stunden handeln. So hält man übrigens den Niklas davon ab, ins Bett zu gehen, weil er muss morgen arbeiten. Jaha, okay. Also spielen. Meinst du das hier? Ach, weil ich jetzt auf Bronze gehen kann. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Ich nehme wieder meine Armee des Lichtes. Wer war es? Descartes? Ich denke, also bin ich. So, ich soll was setzen. Ich nehme den Bogenschützen und ich nehme das da. Noch schnell ein Glas und dann gehen wir in den Untergang. Naja, toll. Mach's schwerer, probier es aus und wenn ich jetzt hier sterbe und heule wie ein Schoßhund, dann Edgy Badge, oder was? Du bist ja witzig. Aber ich gebe dir schon recht, ein bisschen mehr Schmackes durfte mit rein, aber dann dauern die Runden wahrscheinlich auch länger. Halt euch, da kommen die Gegner! Jawoll! So, einmal den Popen. Das ist mein Reich. Ich brauche einfach viel mehr Mana. So, Herr Pastor, nun zeigen Sie mal, was Sie können. Nix, bist schon tot, oder was? Was bist du denn vom Probe? Oh, 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 oh. Weiter angreifen, immer nach vorne. Ich habe immer noch zu wenig Mana, definitiv. Weiter. War wohl nicht so schlau. Kommt, ihr weißen Krieger, zeigt, was ihr könnt. Macht euren Herrn und Meister oder Teamleiter glücklich. Ja, also es wird deutlich schwerer. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das können ganz schön lange Gefechte werden, glaube ich. Was ist das denn hier? Das erinnert mich an diese kleinen Krabben bei Command & Conquer. Diese kleinen Krabben, die es bei Alarmstufe Rot 2 bei den Russen gab. Kennt das Spiel noch jemand von euch? Die gute Command & Conquer-Reihe.
Da kommt also deutlich mehr Nachschub von oben. So, jetzt gehört der Bereich mir. Sehr gut. Oh, da hat sich aber auch viel angesammelt. Ich würde ja eher einen taktischen Rückzug empfehlen, aber... Die sind ganz schön stark, glaube ich. Also man muss tatsächlich ein bisschen mehr taktieren hier. Mehr Personal, bitte. So, jetzt brauchen wir auch mal mehr von denen. Los, prügelt die Krabben kaputt. Und weiter geht's. Jawoll. Das muss bis 800. Dann haben wir da was von. Und noch ein Papst. Pope hier so. Oh, verloren. Also nicht ich, der andere. Victory. Distelspawner. Mhm. Also die Karten leveln hier weiter auf. Okay. Okay. Was muss ich denn noch machen? Opfere Karten, um eine andere Karte aufzuleveln. Das war nochmal hier. Und jetzt können wir zum Beispiel... Nehmen wir die. Und jetzt soll ich eine Karte opfern. Was ist denn mit der zum Beispiel? Aufstieg. Aber das habe ich doch gemacht. So, ja, dann gucken wir doch mal die nächste. Also wir sind jetzt auf Bronze. Sollen wir mal Silber versuchen? Ob das meine erste Niederlage wird? Komm, wir versuchen es mal. Wir schaffen das. Ich könnte mehr von den Essenzen gebrauchen. Und ich muss viel mehr Mana ausgeben. Okay. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Es wäre ja schön, wenn ich mal Mana produzieren würde. Was sind denn das hier für Ringe? Mach die mal kaputt. Ja gut, das hat sich nicht so gelohnt. Ja, kommt mal hier zu meinem Stein. So, Popen aufbauen.
Die Dinger sind reichlich stark.